Der TuS Bövinghausen hat Großes vor in der kommenden Spielzeit. Heute testet man deswegen gegen den FSV Duisburg aus der Oberliga. Ganz in der Hauptrolle natürlich Weltmeister und Neuzugang Kevin Großkreuz bei den Bövinghausenern. Die beginnen in den roten Trikots von links nach rechts mit Radojcic und Mützel. Sebastian Mützel fordert erstmals Seiya Ihara, der 26-jährige Japaner im Tor, reagiert aber gut. Weiter geht's. Witt mit dem nächsten Steilpass für Mützel, der Kapitän, aber im Abseits. Glück für die Gäste, denn bislang spielt Bövinghausen die bessere Partie. Jetzt mal der FSV. Guter Ball auf Mohammed. Im zweiten Versuch kommt er zum Abschluss. Seifried dazwischen. Nechirwan Mohammed hat ja zusammen mit Großkreuz beim KFC Uerdingen gespielt. Jetzt Großkreuz erstmals am Ball. Gutes Auge für Ibrahimovic, Haris Ibrahimovic, 1:0, Bövinghausen, das klingt wie in der Champions League, ist aber Testspiel, 6. gegen 5. Liga, Haris Ibrahimovic, schön herausgespielt, er kein Schwede, sondern Finne und Neuzugang von Komet Aachen. Die Gäste jetzt um eine Antwort bemüht, Eckball von der rechten Seite, findet Kayaoglu. Der Kapitän hat ja unter anderem beim MSV Duisburg gespielt, hier aber deutlich über das Tor. Großkreuz, gut verlagert, Witt, Schmidt, Götter, schnelles Aufbauspiel bei Bövinghausen, am Ende der Kette Sebastian Mützel, 2:0 nach 45 Minuten, ein Traumtor. Und hier zeigt sich sofort die Qualität in Bövinghausens Kader. Sebastian Mützel mit über 100 Regionalliga-Einsätzen und 15 Spielen in der dritten Liga. Woher er den Schuss hat, wird ganz klar deutlich. 2:0, dann auch der Halbzeitstand für das Team von Sven Thormann, das sofort nachlegen will nach der Halbzeit. Eckball und Koskun per Kopf. Erneut der starke Ihara dazwischen. Dann mal eine Freistoßgelegenheit für Bövinghausen. Eine Sache für Radojcic. Ihara glänzend, der Japaner mit einer klasse Partie. Es könnte hier 4-0, 5-0 stehen. Stattdessen weiterhin das 2:0. Auch weil er bei diesem Traumfreistoß hier die Finger dazwischen bekommt. Bövinghausen spielt sich regelrecht in einen Rausch. Bingo. Mulas Riesenfehler. Schmidt-Götter ist wach und Bingo. 3:0. Hervorragend nachgesetzt vom Mann, der über die rechte Außenbahn kommt. Serdar Bingöl, Neuzugang von Türkspor Dortmund. Macht 10 Minuten nach der Pause das 3:0. Schmidt-Götter steht goldrichtig. Mulas, der Mann mit dem Fehler. Und dann ist da für Ihara schlichtweg nichts zu halten. Dennoch, der FSV tastet sich langsam zurück in diese Partie. Seifried glänzend bei der Chance von Badujevic. Ansonsten gibt es weitere Gelegenheiten, wie auch hier in der 61. Minute, Freistoß durch Kayaoglu. Wunderschön gemacht zum 3:1, 61. Minute, der Anschlusstreffer durch Nurettin Kayaoglu, ehemaliger türkischer U-Nationalspieler. Besser kann er den kaum treten. Nun also noch etwas Hoffnung für den Oberligisten, eine knappe halbe Stunde noch zu gehen. Und jetzt erhöht Duisburg tatsächlich die Schlagzahl. Tunç, Batmaz. Noch abgeblockt dieser Ball, wichtig, das hätte durchaus gefährlich werden können. Weiter das Team von Trainer Isiktaş. Super Schnittstellenball für Göktürk. Erneut Seifried dazwischen, der Torwart heute fast nicht zu überwinden. Das war dann auch gleichzeitig die letzte Chance der Partie. Der TuS Bövinghausen gewinnt mit 3:1 gegen den FSV Duisburg. Ein verdientes Ergebnis für Weltmeister Kevin Großkreuz und Co. Die Dominanz des Westfalenligisten in manchen Augenblicken fast schon etwas zu erschreckend.